ab durch die Decke. Up through the ceiling. Dieses Buch berührt viele Menschen. This book touches many people. Und wir wollen euch ein neues Kapitel aus diesem Buch vorstellen. And we want to introduce a new chapter in this book to you. Wie ist es möglich, ab durch die Decke zu gehen? How is it possible that we can go through the ceiling? Wenn wir raus aus der Angst gehen. When we get out of fear. Wenn du in Angst drin bist. When you are in fear. Dann bist du wie geblockt. Then you are blocked. Wie in einem Käfig. Then you are like in a cage. Wenn du aber raus aus der Angst kommst. But when you get out of fear. Dann kannst du anfangen zu fliegen. Then you can start flying. Entweder lebst du in der Liebe oder du lebst in der Angst. Either you live in fear, in the love or in fear. Und ich möchte dich ermutigen. And I want to encourage you. Angst vergrößert das Problem und vergisst Gott. The fear magnifies the problem and forgets God. Aber der Glaube und die Liebe, er verherrlicht Gott und vergisst das Problem. But faith and love forgets the problem and glorifies God. Die Angst erwähnt das Problem mehr als Gott. And the fear talks more about problems than about God. Aber der Glaube erwähnt den Namen des Herrn mehr als das Problem. But the faith quotes the name of God more than the problem. Todd White, ein weltweiter Evangelist. Todd White, a worldwide evangelist. Hat über Angst gesprochen, sehr scharf. Has spoken very harshly about love. Und sagt, Angst ist die Sprache der Hölle. Oh, sorry, about fear. He says, fear is the language of hell. Ich lade dich ein, dass du die Sprache des Himmels sprichst. And I invite you, start speaking the language of heaven. Die Sprache der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung. And the language of heaven is love, hope and peace. Lass uns in ein Beispiel der Bibel hineingehen. Now let us go into an example of the Bible. Über David und Goliath. About David and Goliath. David war ein Mann voller Glauben. And David was a man full of faith. Er hat gewusst, Gott ist hinter ihm. He knew all the time, God is backing me up. Und Goliath repräsentiert unser großes Problem. And Goliath is representing our big problem. Goliath hat schlechte Sachen gesprochen. Yeah, Goliath spoke very bad things. Goliath hat sich groß gemacht. Goliath made himself big. Und das ganze Volk hatte Angst vor Goliath. And all the people were afraid of Goliath. Das erleben wir oft in unserer Gesellschaft. That we experience very often in our society. Kommt ein großes Problem. There comes a big problem. Die ganze Nation hat Angst. And the whole nation is in fear. Und was hat David gemacht? And what did David do? Lasst uns hineinschauen ins Wort Gottes. Let us look into the word of God. In 1. Samuel Kapitel 17. In the 1 Samuel chapter 17. Vers 36. Verse 36. David sagt: So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Your servant has killed both the lion and the bear. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen. And this uncircumcised Philistine will be like one of them. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen der Bären gerettet hat, the Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten, will also deliver me from the hand of this Philistine. Und Saul sagte zu ihm, geh hin, der Herr sei mit dir. And Saul said to David, go and the Lord be with you. David sagt, David says, dieser unbeschnittene Philister. Who is this uncircumcised Philistine? Das ganze Volk hat gesagt, boah, der große Goliath. And all the people said, wow, look at this big, huge Goliath. David hat gesagt, dieser unbeschnittene Philister. And David said, this uncircumcised Philistine. Er hat nicht mal seinen Namen genannt. He didn't even mention his name. Er hat ihn klein gemacht. He made him small. Weil er nicht Angst hatte. Because he wasn't afraid. Sondern voller Glauben war. Because he was full of er wusste, wer hinter ihm ist. He knew who was behind him. Der König der Könige. The King of Kings. Ja, der den Sieg vollbracht hat. The one that has already won the victory. Und wir wollen weiterlesen in Vers 45. And then we want to continue reading in 45, verse 45 of the same chapter 17. Und David antwortete dem Philister. And David said to the Philistine. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. You come against me with sword and spear and javelin. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher. I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel. Der Gott der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast.
whom you have defied. Achtung, was David spricht. Watch what David says. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. This day the Lord will hand you over to me. Und ich werde dich erschlagen. And I will strike you. Und dir den Kopf abhauen. I will strike you down and cut off your head. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air. Ja, und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. And the beasts of the earth and the whole world will know that there is a God in Israel. Und die ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder durch Speer rettet. And those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. Denn des Herrn ist der Kampf. For the battle is the Lord's. Und er wird euch in unsere Hand geben. And he will give you all of he will give all of you into our hands. So spricht Glaube. So that is how faith speaks. David ist ab durch die Decke gegangen. David went through the ceiling. Es war ein Mann, der ab durch die Decke ging. He is a man that went through the ceiling. Was war sein Schlüssel? What is the key? Er hat keine Angst gehabt. He had no fear. Er wusste, wer ist hinter ihm. He knew who was behind. Er wusste, dass er den Sieg bereits hat. He knew that the battle was already. Er sprach, bevor das Wunder kam. He knew that the victory was his. He spoke before the miracle came. Das ganze Volk sprach über das große Problem Goliath. And all the people, the whole nation talked about the big man Goliath. David sprach über den großen Gott. And David spoke about the big God. Wenn du raus aus der Angst willst. And if you want to get out of the fear. Sprich über den großen Gott. Speak about the big God. Und David sagt zu diesem Goliath. And David says to this Goliath. Heute noch wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Today God will give you to me. Er sagt zu ihm, ich werde dich erschlagen. He said, I will kill you. Und ich werde den Kopf abhauen. And I will cut off your head. Bevor das Wunder geschehen ist. Before the miracle happened. Gesprochen. He spoke. Und ich lade dich ein. And I invite you. Vielleicht lebst du in einer ganz heftigen Situation und du hast körperliche Schmerzen. Maybe you live in a very, very unhappy situation and you have a lot of pain. Vielleicht hast du eine schwere Ehe gerade. Maybe you just have a very big crisis in your marriage. Vielleicht hast du ein Problem in deiner Gemeinde. Maybe you have problems in your church. Vielleicht hast du Angstzustände. You have a lot of fear. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Fang heute an zu sprechen. Start today to speak. Im Glauben. By faith. Bevor das Wunder geschieht. Before the miracle is happening. Denn Tod und Leben sind in der Gewalt unserer Zunge. Because death and life is in the power of our tongue. Und David hat das gemacht. And David made that. Was ist geschehen? Er nimmt diese Schleuder. Yeah. What happened? He takes this sling. Und er nimmt diesen Stein. And he takes this stone. Und er wirft ihn los. And he throws it. Und ist eigentlich lächerlich. And it's ridiculous. Und deine Methoden ist auch lächerlich. And your method is also ridiculous. Aber die Kraft Gottes. But the power of God. Hat diesen Stein genommen. Took this stone. Und so wird die Kraft Gottes dein Glauben nehmen. And so the power of God will take your faith. Und der Stein von David wird durch die Kraft Gottes genommen und er trifft direkt auf den Goliath. And that stone was taken from David and was hitting Goliath right in the middle. Goliath kippt um. Goliath fell on the ground. Tot. He was dead. Und der große Sieg kam zustande. And the big victory came. Alle waren erstaunt. All were very shocked. Nur David nicht. But not David. Er wusste es vorher schon. He knew it beforehand. Und wenn du raus aus der Angst gehst, and when you go out of fear, hast du schon Hoffnung, bevor das Wunder geschieht. You have already faith, hope before the miracle. Du weißt, dass deine Ehe heute noch Hoffnung hat. You know today that your marriage has hope. Du weißt, dass heute eine Lösung da ist, auch für deine körperliche Probleme. And you know even today there's a solution for your body, for your problems in your body. Du weißt, es gibt eine Lösung für deine Gemeinde. And you know that as a solution for your church. Du weißt, deine Kinder gehen nicht in Abgrund, deine Kinder werden dem Herrn dienen. Do you know that your children are not drifting away, but they will walk with the Lord? Sprich nicht in Angst, sondern sprich im Glauben. Don't speak in fear, speak in faith. Ich möchte euch eine Schriftstelle, eine ganz aktuelle Schriftstelle von Jesus geben. I want to give you a very, very beautiful scripture of Jesus. Lukas 21. Luke 21. Jesus spricht über die letzten Tage dieser Erde.
Jesus speaks about the last days of the earth. Und er spricht davon, was wir jetzt gerade sehen in den Medien. And he speaks there already about what we see in the news. So aktuell wie niemals zuvor. It is so up to date as never before. Jesus sagt eine ganz wichtige Sache in diesen letzten Tagen. And Jesus said something very important of this. Auf was müssen wir achten? Last days, what we need to watch out for. Hab keine Angst. Have no fear. Erschreck nicht. Don't be shocked. Angst ist ein Geist, der dich lähmen will. Because fear is a spirit that wants to paralyze you. Aber Glaube ist etwas, was dich freisetzt. But faith is something that sets you free. Lass uns lesen zusammen. Let us read together. Lukas 21. Luke 21. Vers 9. Verse 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. When you hear of wars and revolutions, do not be frightened. Erschreckt nicht, sagt Jesus. Don't be frightened. Denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. These things must happen first, but the end will not come right away. Dann sprach er zu ihnen. Then he said to them. Es wird sich Nation gegen Nation erheben. Nation will rise against nation. Und Königreich gegen Königreich. And kingdom against kingdom. Und es werden große Erdbeben sein. And there will be great earthquakes. Und an verschiedenen Orten Hungersnöten und Seuchen. Famines and pestilences in various places. Auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. And fearful events and great signs from heaven. Wenn wir das lesen, when we read this, das sind die Ereignisse der letzten Jahre. These are the events of the last years. Seuchen kamen. We had famines. Ja, Hungersnöte waren da. Famines and pestilences. Erdbeben waren. Earthquakes. Überschwemmungen waren. Floods. Und Krieg kam. And war came. In Europa. In Europe. In Afrika. In Africa. In Asien. In Asia. Überall. Everywhere. Und das ist so aktuell wie niemals zuvor. Yeah. It is so up to date as never before. Was sagt Jesus? Was ist wichtig? But what is important what Jesus? Erschrecke nicht. Don't be afraid. Das ist eine Entscheidung. This is a decision. Wenn du die Nachrichten auf deinem Handy siehst. When you see the news on your handy. Wenn du die Nachrichten hörst. When you hear those messages. Es will dein Herz ergreifen. That wants to grip your heart. Lass das nicht zu. Don't allow that. Erschrecke nicht. Don't be scared. Wie geht's weiter? How does it go on? Vers 25. In verse 25. Und es werden Zeichen sein an der Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit. There will be signs in the sun, moon and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. Bei brausendem und wogendem Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Man will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. For the heavenly bodies will be shaken. Und dann werden sie den Sohn der Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. At that time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Jetzt ganz wichtig, hör bitte zu. Yeah, this is very important. Now listen to that well. Jesus sagt es jetzt. Jesus is saying. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen. At that time. So blickt auf. They will look up. Und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. At that time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great joy. Genau. Und ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Jesus sagt, wir leben in diesen letzten Tagen. Jesus says, we are living in the last days. Die Nationen haben Ratlosigkeit. Yes, the nations are without any, they are perplexed. Die haben Angst. They are afraid. Da ist Furcht. There's a lot of fear. Über den ganzen Erdkreis. Over the whole world. Und dann sagt Jesus. And then Jesus says. Fürchtet euch nichts. Don't fear. Wenn das geschieht. When this happens. Blickt nach oben. Look up. Schau auf Gott. Look to God. Und freut euch, weil eure Erlösung. And rejoice because your redemption is. Wenn du raus aus der Angst willst.
When you want to get out of fear, musst du auf Jesus schauen. Then you need to look up to Jesus. Weil das Beste kommt noch. Because the best is yet to come. Wenn du auf die Probleme schaust, when you look at the problems, ist dein Goliath ziemlich groß. Then your Goliath is very big. Alles blockt dich. And everything is blocked. Wenn du auf Jesus schaust, when you look to Jesus, dann naht unsere Erlösung. Then our redemption is close. Wir wollen reinschauen in Psalm 34. Then we want to look in Psalm 34. Psalm 34, Vers 5 in der deutschen und Vers 4 in der englischen Übersetzung. In the English Bible and verse 5 in the German Bible. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus meinen Ängsten rettete er mich. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Der nächste Vers. Und die in Luther-Übersetzung, und die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. And in the Luther translation it says, those who look to him are radiant. Ja, und ihr Angesicht wird nichts schamrot werden. And their faces are never covered with shame. Hier sehen wir, dass Gott, wenn wir ihn suchen, uns rettet. Then it shows us, when we seek God, he will save us. Ja, und er holt uns raus aus den Ängsten. And he takes us out of our fears. Wenn wir auf ihn schauen, werden wir strahlen vor Freude. And when we look to him, we are radiant. Jetzt ist die große Frage. Now is the big question. Wie kommen wir raus von dieser Angst? How do we get out of this fear? Wie kann die Angst raus aus unserem Leben? How can the fear get out of our life? Wie können wir so sprechen wie David? Wow, how can we speak like David? Wie können wir, wie Jesus sagt, uns nicht erschrecken? How can we come to the point where Jesus says, don't let anybody scare you. Wie können wir uns einfach freuen, mitten in den Umständen? How can we always rejoice in our circumstances? Zwei Schlüssel will ich dir geben. I will give you two keys. Schlüssel Nummer eins, verstehe, wer in dir wohnt. First, understand who is living inside of you. Wenn du kapierst, wer ist da drin, and when you understand who is living inside of, dann hast du den ersten Schlüssel. Then you have the first key. Und kommst raus aus Angst. You come out of fear. Denn 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt, wer in dir drin ist. 2. Timothy 1, Vers 7. 1, Vers 7. We read. Sagt, welcher Geist in uns drin lebt. Ja, da heißt es, da sehen wir, welcher Geist in uns lebt. Englisch. Oh, 4, 7. In 2. Timothy 1, 7, we read, who is living inside of us. Da steht drin, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Here it says, for God has not given us a spirit of fear or timidity. Sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. But a spirit of power, of love and of self-discipline. Schlüssel Nummer 1. Key number 1. Verstehe, wer drin ist. Understand who is living inside of you. In dir wohnt der Heilige Geist. In you the Holy Spirit is living. Und du hast keinen Geist der Angst. You have no spirit of fear. Angst ist etwas, was dich an dich ranklebt. And fear is something that starts attaching to yourself. Von außen will es draufkommen. From outside. Aber du hast keinen Geist der Angst bekommen. But you have no fear of. You have not received the spirit of. Wenn Angst kommt, when fear comes, sag ich, habe keinen Geist der Angst. You tell the fear, I have no spirit of fear. Sprich 2. Timotheus 1, 7 laut aus. Speak 2 Timothy 1, 7 laut. Ich habe keinen Geist der Angst. I have no spirit of fear. Aber Kraft der Liebe und der Besonnenheit. But of power and of love and of a sound mind. 2. Schlüssel. Second key. Liebe kommt rein. Love comes in. Angst geht raus. Fear goes out. Wo steht das? Where is that? In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18. And in 1 John 4, verse 18, we read it. 1. Johannes 4, 18. 1 John 4, 18. Furcht ist nicht in der Liebe. There is no fear in love. Sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. But perfect love drives out fear. Denn die Furcht hat das mit der Strafe zu tun. Because fear has to do with. Wie ist also der 2. Schlüssel? Love is the second key. Ja. Das heißt, die vollkommene Liebe kommt rein. We allow the perfect love to come in. Und dann geht die Angst raus. And then fear goes out. Wie kommt Liebe rein? How does love come into our heart? Lese den Liebesbrief vom Vater. Read the love letter of the Father. Jeden Tag. Every day. Wenn du Angst hast. When you are afraid. Lese laut den Liebesbrief vom Vater. Then read loud the love letters of God. Kannst du im Google einfach eingeben, der Liebesbrief vom Vater. And then you can put into the Google the love letter of God. Und dann druck es aus und lese es jeden Tag laut. And then read it every day,
Print it out for yourself. Wenn du es aussprichst, hörst du es und dann glaubst du es. And when you speak it loud, you hear it and you believe it. Und dann kommt Liebe rein und Furcht geht raus. And then love comes inside and fear goes out. Ich möchte euch ein Beispiel von mir geben. I want to give you now an example from my life. Wie bin ich raus aus der Angst gekommen? How did I get out of fear? Als ich die Diagnose bekommen habe, MS, Multiple Sklerose. Yeah. When I got this news, it was a diagnosis that I had multiple sclerosis. Ja. Kam ein Geist der Angst auf mich drauf. Then a spirit of fear came into my life. Ich habe verstanden, dass das hat etwas zu tun mit der geistlichen Welt. And I understood this has something to do with the spiritual world. Ich bin morgens aufgewacht. I woke up in the morning. Und ein Geist der Angst kam auf mich drauf. And a big spirit of fear came upon me. Und die ersten paar Sekunden, ich habe meine Augen aufgemacht und dieser Geist hat mich wie gelähmt. And when I opened my eyes, that spirit of fear was almost paralyzing me. Dieser Geist hat ziemlich laut gesprochen. And this spirit spoke very loud. Deine Zukunft ist sinnlos. Your future is senseless. Du wirst im Rollstuhl sitzen. You will sit in a wheelchair. Du hast keine gute Zukunft. You have not a good future. Alles ist zu Ende. Everything is coming to an end. Und diese Angst hat laut gesprochen. And this fear spoke very loud. Ich habe verstanden, das ist der Feind. And I understood that is the enemy. Ich habe beide Schlüssel genommen. I took both the keys that I told you. Ich habe gesagt, ich habe keinen Geist der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. I said loud, I have not gotten a spirit of fear, but of power and of love and of a sound. Zweiter Schlüssel. Second key. Liebe rein, Angst raus. I said, love God of God, come and fill me, and the fear had to leave. Und so habe ich es gemacht. So I made it this way. Dieser Geist wollte mich packen. The spirit wanted to catch me. Ich habe gesagt, nein, ich habe diesen Geist nicht bekommen. And I said, no, I have not received that spirit. Jesus, jetzt empfange ich deine Vaterliebe. And now, Jesus, I receive your father's love. Und es hat mich voll gemacht. And it filled me up. Und hat die Angst ausgetrieben. And it cast out the fear. Ich habe gebetet. I've prayed. Ich habe im Zungengebete gegen diesen Geist der Angst. And I prayed in tongues against that spirit of fear. Wenn wir in Zungen beten, bauen wir uns selber auf. And when we pray in tongues, we are building ourselves up. Und das war ein Kampf von mehreren Wochen. And that was a battle of several weeks. Jeden Tag. Every day. Und dann bin ich frei geworden. And I've got free. Und seit 20 Jahren kein Geist der Angst mehr. And since 20 years I have no spirit of fear. Ich will dir sagen, du kannst rauskommen aus Angst. And I tell you, there's a way out of a life of fear. Und ich lade dich ein. And I invite you. Komm raus aus der Angst. Come out of your fear. Amen. Amen.